So, meine lieben Freunde, und dann begrüße ich euch zur voraussichtlich letzten Folge von Spyro, der hier schon ganz aufgeregt ist und schon automatisch läuft, weil mein Stick schon wieder ein bisschen am Durchdrehen ist. Hahaha. Ja, ich bin wieder alleine. Gedanklich ist der Templer immer noch ein bisschen bei mir, denn ich trinke gerade seinen Tee, den er mal wieder hier liegen lassen hat. So wie immer. So ein Idiot. Ja, und wir haben ja jetzt bereits hier alles soweit erkundet. Wir haben jetzt schon, ja, eigentlich soweit alles fertig. Theoretisch, Gnasty Gnork, da waren wir schon drin, wir haben schon ein bisschen weit gesammelt. Fluglevel ist ja wohl nicht, schade. Hehe. ja, wie dem auch sei, wir machen weiter. Wir gehen jetzt ins letzte Level, jetzt muss ich aber überlegen. Achso, da, nein. Gnork Cove, bla, das dürfte das hier sein, ne? Aber da ist ja noch was. Interessant. Gnasty, Gnasty Gnork heißt der Gute übrigens. Und dann schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich die letzte Folge, weil es wird wohl alles nicht mehr so lange dauern. Kommt natürlich auf meine Kompetenz an. Also, naja, vielleicht bin ich einfach nur dumm. Wir werden sehen. Wow. So, dann müssen wir uns den Schlüssel einmal wieder grabben hier. Was jetzt, denke ich, kein Problem sein sollte. Zack. So, richtig schön die Kurve geschnitten. So, jetzt müssen wir mal... Aua! Theoretisch war ich zwar hier drin, aber ich mach's trotzdem gerade nochmal lieber auf. Und weiter geht's. Ich will jetzt schon alles komplett aufhaben hier. Zack. Oh, easy. Boah, der Sound ist etwas laut, kommt mir gerade so vor, aber wahrscheinlich ist das gar nicht. Weil eigentlich habe ich so wieder wie eingestellt wie vorher. Bevor Templer da war, weil als er da war, haben wir natürlich ein bisschen leiser gemacht. Boah, das kommt mir gerade arg laut vor. Also ich weiß nicht, das hatten wir eigentlich immer, nicht so schön auf Maximum. Eigentlich dürfte sich nichts geändert haben. Vielleicht kommst du nur so vor. So, Gnasty, oh. Moment. Wie er davon rennt. Wieso habe ich ja nicht Damage? Also ich habe nur den blauen Sparks. Wo hatte ich den goldenen, oder? Wurde ich getroffen? Kann mich nicht erinnern. Aber ich kann mich an vieles nicht erinnern manchmal. Von daher ist das schon okay. Achso, doch, warte mal, Gnasty, ich glaube, ich mal getroffen, ne? Ach, keine Ahnung. Mir egal. Ich bumms den trotzdem weg. Gar kein Problem. Das Spiel war ja bisher wirklich nicht schwer, zumindest was Kampfschwierigkeit anbelangt, ne? Ich habe ein paar fiese Verstecke, aber sonst. Eigentlich alles cool soweit. Ich gehe hier auch ganz langsam rum. Weil könnte was versteckt sein. Eckstein, Eckstein und so, man kennt es. Okay, das sieht so ein bisschen nach Battlefield aus hier. Nee. Ich lasse ihn mal in Ruhe, beziehungsweise. Ah ja, doch, hier sind wir eine Runde gelaufen, oder? Ja. Jetzt sind wir eine Runde gelaufen. Das ist jetzt schlecht. Ja, okay, da konnte ich auch direkt nicht mehr rausspringen. Bla, 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 bla. Och, nee, ich muss jetzt echt nochmal... Das ist ja nervig. Na gut. So, gib mir den Schlüssel. Damit werde ich die Welt regieren. Der passt hier gar nicht. Uff. Okay, das ist stressig. Da wäre gar kein Bock drauf. Okay, vorletzte Folge. Es wird nur der Boss in dieser Folge gemacht. Hehe. Zack. Da ging es schön schnell, hat mir gefallen. Soll nicht treffen lassen. Kann übrigens nicht. Alter. Gleichzeitig Feuerspeien. Hasse mein Leben, wirklich. Och Mann, die Kurve ist echt zum Kotzen. Oh. So,
Man kann nicht gleichzeitig Rennen und Feuer speien, was ich ein bisschen stressig finde. Aber gut. Achso. Meine Güte. Nicht lernfähig. Ja. Meine Güte, war das umständlich. Gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher der Boss. Einfach nur, weil es halt so dummes Rumgerenne ist und, ja. Ein Pixel daneben bedeutet dann halt einfach tot. Trau mich halt auch nicht, hier durchzurennen. Weil dann sowas passiert. Ach komm. Das ist doch ein Scheißboss, ohne Scheiß. Also doch, mit Scheiß, das ist ein Scheißboss. Wow, Leon. Boah, du dummer Schlüssel, komm her. Also bisher finde ich den Boss ziemlich nervig. Generell hat das Spiel leider echt keine guten Bosskämpfe. So, ja, was auch schon immer sagt, Metalhead ist so der einzige, der so ein bisschen was vom Bosskampf hatte, weil man da immer was machen musste. Nicht nur dumm hinterherrennen. Was dann auch ganz nett ist. Und wenn die Kamera nicht durchdrehen würde, würde mir das auch schon viel helfen. Aha. Dass ich nicht... Mann! Dass ich nicht mehr weiß, was ich machen muss, hilft auf jeden Fall nicht. Okay, der Boss ist richtig zum Kotzen. Aber wahrscheinlich auch aus den falschen Gründen. Oh mein Gott, ey. Spyro, kannst du bitte ein bisschen schneller rein? Was war das denn gerade? Der war so langsam gerade. Ich vergesse immer wieder, wo der entsteht. Alter, das ist doch zum Kotzen, Mann. Diese Rennsteuerung ist halt leider auch echt nicht gut, finde ich. Also, keine Ahnung. Wie so oft fliegt man da irgendwo lang, wo man gar nicht lang fliegen möchte. Weil die doch ein bisschen zu direkt manchmal ist. Okay. Ich habe ihn einmal besiegt. Ah, jetzt geht er da weiter. Okay. Aha. Ich gehe davon aus, dass wenn ich sterbe, ich trotzdem alles nochmal neu machen muss. Oh, die Plattformen fahren ein. Ganz langsam. Krasse Challenge, Bruder. Noch lache ich. Oh oh. Du kannst mich mal genästigen, Nog, weißt du das? Du kannst mich einfach mal im Arsch lecken. Alter, okay, der Boss ist richtig zum Kotzen. Ich hasse ihn richtig. Das ist der schlimmste Boss. Okay, wir werden die ganze Folge nur hier dran sitzen. Das weiß ich jetzt schon. Letzte Folge, ja, ja.
Meine Güte, ey. Ich weiß ja doch gar nicht, ob ich hier so schnell durch muss, aber ich glaube schon, sonst haut er da hinten auch immer wieder ab. Gott, das Spyro aber auch so mal kurz so hängen bleiben muss. Absolut nervig. Gott. Oh Gott, ich stand in dem Scheiß drin. Das war's. Das war's. Okay. Doch lame, aber irgendwie komisch. Kurz, aber schmerzvoll. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte dich ganz vergessen. Was ist mit Gnasty Gnog? Nasty Gnog? Ist gerostet. Und im Drachenreich herrscht jetzt wieder Ruhe und Ordnung? Ja, fast. Ich muss noch einige Schätze finden. Was wirst du jetzt machen? Mir stehen alle Wege offen. Mhm. Was auch immer. Okay, Insomniac Games. Ich hoffe, ich habe jetzt übrigens alle Edelsteine gerade, aber also alle Juwelen gerade bekommen aus dem Level. Sonst wäre es ein bisschen schlecht. Man muss ja nochmal rein, aber gut, dann machen wir das halt. Ja, gut, Zeit für ein Fazit. Ihr habt es ja eigentlich immer schön gut mitbekommen während des Spiels, aber ich kann es gerne noch einmal wiederholen. Ich werde nicht müde zu sagen, wie viel Spaß mir Spyro gemacht hat. Holy shit, ich hab zwar vorher gedacht, ja, ist bestimmt ein cooles Spiel, aber das ist ja voll mein Ding. Also so Welten zu haben, die nicht so groß sind, so kleine Welten, in denen es einfach Dinge zu sammeln gibt. Immer suchen, sammeln, finden. Man hat immer irgendwie was, man findet immer ein bisschen was, immer ein bisschen was erledigt. Und das ist halt genau mein Ding, ne? Auch der Grund, weshalb ich Jack und Dexter im, diesem Jahr, Anfang des Jahres, was ich ja nachgeholt hatte, privat, so lieben gelernt habe. Weil es einfach, ah, so dieses kurzweilige, spaßige und sammeln, Statistiken füllen, 100% machen. Voll mein Ding. Spyro ist da auf jeden Fall auch ein Vertreter dieser Art, der zu Recht als ein Klassiker gilt. Zumindest der erste Teil. Wie es dann bei den nächsten wird, weiß ich natürlich noch nicht. Aber mein Gott, mir hat es einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Es hat ein gutes Gameplay, kein perfektes. Gerade so, wenn es ans Rennen und Lenken geht, wird es manchmal ein bisschen ungenau. Und man schießt halt manchmal einfach ein bisschen über den Rand hinaus. Da das Spiel allerdings so generell ein bisschen langsamer ist, fällt das nicht so ins Gewicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ist auch einfach ein bisschen der Zeit geschuldet. Da gibt es einfach Spiele auch aus der Generation, die 100-mal schlimmer sind. Von daher finde ich Spyro in der Hinsicht gut gealtert. Genauso optisch, das Spiel sieht echt schön aus. Hat einfach einen schönen Artstyle, aber auch eine schöne Grafik. Also kann man auch heute noch eigentlich ohne große Probleme spielen. Problemlos würde ich nicht sagen, aber zumindest, wenn man halt, ja, ein bisschen auch einen Faible für Retro-Spiele hat, dann ist man da auf jeden Fall gut bedient. Ich habe mich auf jeden Fall mal richtig auf die Aufnahmen gefreut, immer weiter spielen zu können, immer weitere Welten erkunden zu können. Die Welten sind vielleicht ein bisschen wenig abwechslungsreich, ist so ein kleiner Kritikpunkt. Klar, es gibt dann sowas wie, ne, eine Eiswelt und irgendwie eine Luftwelt hier, aber es ist doch alles stilistisch doch ein bisschen ähnlich, muss man sagen. Also so ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich mir da vielleicht gewünscht. Aber hey, es ist ja auch irgendwie in seiner Welt, ne, in dieser Spyro-Drachenwelt. Von daher passt das schon irgendwie. Ich denke mal, die nächsten Teile bieten da mehr Abwechslung, ne. Ich, ja, no sheep were harmed during the production of this game, das ist schön. A few gnorks, but no sheep. Ja, das ist in Ordnung. Nach Hause. Ja, auf jeden Fall. Aber die nächsten Teile werden, denke ich, ein bisschen abwechslungsreicher. Und da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. So, jetzt haben wir... Ah, guck mal, der letzte Drache. Wie sieht's aus? Okay, hier ist die Nockhappenwale. Sehr schön. Ich frage mal eben... es kommt jetzt spielerisch noch ein bisschen was, ne? Aber ich werde trotzdem noch mal eben zu Ende reden, bevor ich dann zu ihm hingehe. Wir dürfen jetzt auch 99%, der dürfte dann 100% geben und gleich öffnet sich dann eine Geheimwelt, wo wir dann die letzten 20% holen können. Was dann, glaube ich, relativ schnell gehen sollte, ja. Auf jeden Fall richtig, richtig spaßig. Kritikpunkte auf jeden Fall, die Bosse. Also die Bosse sind halt wirklich lächerlich, weil sie keine wirklichen Bosse sind. Du musst ihnen immer hinterherrennen und wie ich schon sagte, hinterherrennen ist leider nicht die Stärke des Spiels. Die ist ein bisschen, die Steuerung ist immer ein bisschen sehr ungenau, weil der einfach, ne, wenn ich dann renne und dann so antippe, dann lenkt der manchmal viel zu häufig, viel zu doll.
Und dadurch schießt man dann irgendwo auf den Rand, was man gar nicht möchte. Und da hat man es ja eben beim Boss gesehen. Und dann sind die auch so lächerlich. So dieser Nestle Nord, der jetzt zwei Phasen hatte. So ganz komisch. Ich meine, ich war irgendwie froh drum, dass ich nicht noch mehr komisch da rumspringen muss. Aber da hätte ich mir mehr Phasen gewünscht und weniger dummes Hinterherrennen, ne? Metalhead war so der einzige Boss, der so ein bisschen Boss-Feeling auch hatte. Dass man da wirklich mal was kaputt machen musste, um ihm zu schaden. Ja, Bosse sind auf jeden Fall der Schwachpunkt, muss man einfach sagen an der Stelle. Ja, die Fluglevel waren auch echt cool, die haben auch recht Spaß gemacht, sind eine nette Abwechslung. Ja, dass du spielerisch auch mal ein bisschen was anderes hast. Ich glaube, in den nächsten zwei Teilen wird da noch mehr Abwechslung kommen, da bin ich sehr gespannt. Bin ich ja generell eigentlich immer offen für Abwechslung. Ist natürlich immer doof, wenn die Steuerung kacker ist. Grüße gehen raus an Crash 3 Unterwasserlevel. Aber generell bin ich ja ein Freund von, wenn man da auch spielerisch einfach mehr Abwechslung bietet. So, befreien wir meinen letzten Drachen hier. Magnus. Ich glaube, das war der erste, den wir befreit haben, oder? Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Und was ist hier drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber die Pforte wird sich erst öffnen, wenn du im Drachenreich alles gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Bruder, du hast mir gerade 100% gegeben, glaube ich. Habe ich recht? Jo. Speichern wir mal ab, würde ich sagen. Boah, der Sound ist so laut gerade irgendwie. Kommt mir so vor. Bim, bim, bim. So. Gnastys Beute. Gnasty. So, wir dürfen jetzt übrigens 12.000 Juwelen haben. Genau. Sieht man da nochmal? So, jetzt bin ich sehr gespannt, was hier noch auf mich wartet. Moment, ist es vielleicht... Ah ja, okay, ich muss fliegen. Oh, okay. Sieht dann auch aus, als wenn wir jetzt einfach nur ganz viel Schätze hier sammeln müssen. Aber das ist okay. Während ich weiter über das Spiel signieren kann. Ja, mir hat das auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich den Teil doch jetzt schon in Anführungszeichen nachgeholt habe. Es war ja das Meme, dass Leon kein Spyro spielt, weil er erstmal Crash spielen wollte und so weiter. Gute Entscheidung, dass ich das nicht gemacht habe und jetzt diesen Teil mal nachgeholt hat. Er hat mir auch wirklich mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Er hat meine Erwartung übertroffen. Kann ich einfach an der Stelle sagen. Super kurzweiliges, spaßiges Spiel. Bin sehr gespannt auf die nachfolgenden Teile. Die ich mir jetzt auch mal nach und nach zu müde finden werde. Also, erstmal kaufen, Spyro 2 und 3. Spyro 2 kostet nicht viel, das kriegt man für einen 10er für die PS1 hinterhergeworfen. Spyro 3 ist dann ein bisschen teurer, das kostet schon so bis zu 30 Euro, aber das wird es mir wert sein. Boah, die Musik ist so laut. Warum ist die so laut? Ich habe Einstellungen wie früher. Ah. Naja. Oh, da muss ich nochmal jemanden verfolgen. Gar keinen Bock drauf. Kompetenz an der Stelle. Okay, das reicht mir jetzt. Ich mach den Sound leiser. Sorry. So, machen wir das mal so. Oh, schon ein bisschen angenehmer. Ein bisschen angenehmer. Immer noch unangenehmer, aber ein bisschen angenehmer. Ja, musikalisches Spiel nett auf jeden Fall. Jetzt auch kein Herausstecher. Kein großartiges, nicht der beste Soundtrack der Videospielgeschichte. Aber immer noch nett genug, sage ich mal. Und vor allem laut. Also auch laut in dem Sinne, dass er nicht so vor sich hin dümpelt, sondern man ihn eigentlich immer hört. Das ist schon nett. So, warte mal. Ich habe doch das Schloss gerade irgendwo gesehen, so am Rand, oder nicht? Weiß es gerade nicht. Komme ich da hoch? Natürlich nicht. Ah, interessant, dass man jetzt mal ein Jump'n'Run-Level hat mit Fluganlage. Oh, oh Gott, ich kann nicht stehen. Okay, ich war mir gar nicht sicher. Bam, bam, bam. So aus, wenn ich hier nicht hochkomme. Da oben ist auf jeden Fall ein Schloss. War es denn das, was ich gerade gesehen hatte? Ich glaube ja nicht, ne? Hatte ich hier nicht jemals gesehen? Da vielleicht in der Lücke da? Warte mal. Ja, tatsächlich.
Schön die 25er, so will ich das sehen. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Okay, das wird einfach die Schlüssel-Odyssee hier. Ich sehe schon. Aber I'm okay with this. So. Dann fliegen wir mal hier lang, würde ich sagen. Ganz vorsichtig, nicht in die Lava fallen, bitte. So ein bisschen Rayman-mäßig, dass ich über der Lava einfach fliegen kann, wie ich möchte. Ich lebe. Okay. Wo bin ich? So, jetzt bin ich aber im Kreis geflogen. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie ich auf die höheren Plattformen kommen soll, weil Spyro irgendwann streikt. Ach, jetzt streikt er nicht. Okay. Immer da gestreikt. Gestricken. Genau wie Bahn gerade. Aufpassen, nicht runterfallen, sonst wieder alles im Arsch. Ich frage mich, ob ich mehrere Schlüssel gleichzeitig tragen kann, so theoretisch. Oder ob ich immer erstmal einlösen muss. Wahrscheinlich schon. Also, im Sinne von, ich kann mehrere tragen. Das ist ganz schön dumm. So, dann komm mal her, Dulli. Dullibert. Dulli ist so ein schönes Wort, ich mag es. Mich bemboselt! Komm her, du Penis. Die Typen machen auch keinen Spaß. Aber doch. Aber ich muss aber auch noch eine Kritik vielleicht so ein bisschen. So diese Eier. Ich kann die auch verbrennen eigentlich. Das ist gar nicht so schwer. Gar nicht so leicht. Dann am richtigen Zeitpunkt loszulassen. Diese Eier, oh, Collectibles, die sind halt merkwürdig. Also weiß ich nicht. Die sind halt, so in den ersten Welten nur und dann irgendwie nicht mehr. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das ist vielleicht auch einfach nur meine. Weiß ich nicht. Meine Auffassung von Ordnung. Nee, so komme ich nicht. Verstehe ich nicht. Naja, vielleicht kommen wir von da oben dann überall hin. Hallo? Die muss ich auch platt machen wahrscheinlich, ne? Glücksteuerung in dem Level ist komisch, weil ich nicht so fliegen kann, wie ich möchte. Deine Mutter, Alter. Da vor allem sitzt da so ein Viech dran, ne? Was macht die heute noch so? Ich weiß, ich kann ihm auch entgegenfliegen, aber nö. Fliegen wir jetzt entgegen. Wie alle mal. Irgendwie nur so halb. Oh Gott, ey. Furchtbar. Er fliegt zu hoch jetzt. Hä? Ich verstehe die Flugsteuerung nicht. Wirklich nicht. Ich gehe jetzt mal da rein. Komm, beruhig mich, du Schwanz. Ja, nee, ich muss wirklich ihm hinterher fliegen, weil sonst fliegt er nach oben. Dann kriege ich ihn nicht mehr. Hab ich verstanden. Also so halb. Ich weiß nicht, warum er das tut. Warum er auch immer so klug ist. Aber dann ist es halt so. Willst du mich verarschen? Ich habe dich aber sowas von gebrutzelt. Oder ich sollte ihn gar nicht brutzeln und der fliegt jetzt einfach friedlich hier rum. Nein, tut er nicht. Natürlich nicht. Ich habe den Schlüssel. Schön. So. Dann einmal da hoch, bitte. Kann ich abkürzen? Ja, danke. Arg! Okay, jetzt bin ich hier oben. Ich kann jetzt wahrscheinlich von hier einfach einen höheren Startpunkt. Also, ich habe jetzt einen höheren Startpunkt von hier. Und kann dementsprechend auch höher und weiter fliegen als je zuvor.
Okay. Ach so, natürlich. Okay. Die Dinger machen jetzt einzeln die Dinger kaputt. Die Dinger machen jetzt die Dinger kaputt. Jo. Okay, das geht nicht. Da sollte ich hinkommen. Ein interessantes Level auf jeden Fall nochmal. Na schön. Wo ist er hin? Da hinten. Der ist mir ein bisschen zu schnell, wenn ich das so sagen darf. Ah doch, da oben ist er, okay. Alter, der ist zu schnell. Kannst du wieder auf... Boah, das ist so eine... So ein dumm platzierter Pfosten an der Stelle. So ein Pfosten. Okay, ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll. Das ist zu schnell. Nee, den kriege ich so nicht. Keine Ahnung, der ist zu schnell. Sollte mich von der anderen Seite nähern, diesmal wieder. Aber dann wird er wahrscheinlich wieder irgendwo langfliegen, wo ich nicht lang kann oder lang soll. Ah, okay. Einfach mal unten langfliegen. Okay. So, jetzt ist die Sache nur die, ich habe keine Ahnung, wofür ich diesen Schlüssel brauche. Oh. Hä? Achso, warte mal, hier bin ich eben lang. Ah, okay, okay, okay. Never mind. Wow! Danke für diesen Zehner. Okay. Jetzt haben wir aber noch Möglichkeiten, ne? Vermutlich. Lande mal vorsichtig hier drauf. Ja. Ach, guck mal. Funktioniert ja doch. Du machst wahrscheinlich in der Mitte kaputt. Nein, aber das ist in Ordnung. Da wollte ich nämlich jetzt sowieso hin. Du machst wahrscheinlich den kaputt. Hoffentlich. Wie die fliegen, ey. Bam. Ich weiß nicht, es fehlen ja noch, also wir kriegen 2000 hier drin, wenn ich mich nicht täusche, ja. Wir haben gerade mal 1000 fast. So, du machst wahrscheinlich den da kaputt. Schön, dann haben wir wenigstens die ganzen Dinger schon mal. Das ist freundlich, aber... Was jetzt, frage ich mich. Da oben ist der Ausgang und der ist irgendwie noch... Wie kommt man da hin? Von wie? Von wo? Von was? Hier war nur das, aber vielleicht ist hier noch irgendwas? Vielleicht kann ich von hier... anfangen zu fliegen? Dann irgendwo rauf. Zum Beispiel da einfach direkt drauf fliegen. Hehe. Oh, ganz viele 25er. Oh, schön. Hohoho. Okay, ich glaube, das war's. Hohoho. Okay, das ist Geld. Instanzbild von Nasty da hinten. Kann man nicht halt so Mario 64-mäßig reinspringen und den Bosskampf nochmal machen? Hehe. So.
Haben wir's? Das sieht sehr gut aus. Jupp. Das war's, Freunde. 100%, 120%. Ba 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 ba. Nee, doch nicht. Das war's. 120%. Oh, schön. Nessies Beute. Ja, dann gehen wir nach Hause, würde ich sagen. Und dann war's das. Dann war's das mit dem Let's Play. Let's Play. Oh, huch. Spiel gerade abgestürzt. Spyrule Drache. Du hast Gnastic Nog besiegt, die Drachen befreit und alle Schätze im Drachenreich gefunden. Wie fühlst du dich? Einfach großartig, Bob. Und ich freue mich natürlich auch für die Drachenwelt. Natürlich möchte ich nicht für den Rest meines Lebens gegen Gnastic Nog und seine Lakaien kämpfen. Was ist ein Lakai? Ach, schon gut. Du weißt, wie es heißt. Jeder gute Kampf erfordert einen guten Gegner. Und ich denke, dass Gnastic trotz seiner Fehler ein würdiger Gegner war. Und auf geht's! Geht wieder los. Okay. Cool. Ach ja, die Credits laufen jetzt zweimal. Ich erinnere mich. Hat der Templer gesagt. Egal, ich lasse durchlaufen. Waren ja auch kurz, ne? Ja, nochmal Fazit. Nee, habe ich ja eigentlich gesagt. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. War jetzt auch ein schönes letztes Level auf jeden Fall. Nochmal einfach ohne Gegner, einfach nur alle Edelsteine sammeln, aber auch so ein bisschen rätseln so. Wie kommt man von wo nach wo? Auch die Idee, dass man jetzt quasi, ja, fliegen konnte, wie man wollte in dem Level, aber so ein bisschen, ne, von Ebenen arbeiten musste. Das ist ziemlich cool. Ja, allgemein der Schwierigkeitsgrad des Spiels hat mir echt gut gefallen. Ich habe ja wirklich den Großteil auch selber rausgefunden. Ja, ein bisschen brauchte ich ja dann doch Hilfe. Ich bin auch froh, dass Templer dabei war bei den Leveln, weil da waren ja doch so ein, zwei Stellen, wo ich mir dachte, hoiuiui. Wie soll ich da rankommen? Oder, keine Ahnung, hätte ich ohne ihn nicht so ganz geschafft. Hier zum Beispiel in dem Level. Genau wie auch der Bug, den wir hier hatten. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht als Bug erkannt. Selber hätte gedacht, hey, was muss ich jetzt machen? Und naja, dann wäre ich vielleicht irgendwann zu wirklich gestorben, wenn er nochmal reingegangen und gemerkt, hä? Jetzt würde wohl mal die Fee verfolgt von so einem bösen Lakaien. Was ist ein Lakaie? Ja. Dennoch, schönes Spiel, tolles Spiel. Gerne wieder. Sehr kurzweilig, sehr kurz. Ne, 25 Folgen ist jetzt echt nicht lang. Wahrscheinlich nicht mal 10. Stuart Copeland, der Name sagt mir was. Warte mal kurz. Ist der nicht von The Police oder so? Muss ich gerade mal kurz nachgucken. Stuart Copeland. Ja, tatsächlich. Schlagzeuger von The Police. Was ist das? Der Name kam mir doch bekannt vor. Als ob der die Musik hier gemacht hat. Das ist ja lustig. Der hat ein bisschen bessere Musik erwartet, um ehrlich zu sein. Wobei The Police, naja. Ja, auf jeden Fall, schönes Spiel. Dialog written, ja. Der krasse Dialog des Spiels. Ron Horwitz, sag mir wie auch was. Nochmal googeln. Ja, richtige Promis hierbei. Insomniac. Schönes Spiel. Ich bin auch mal drauf und dran, tatsächlich privat mal Ratchet & Clank nachzuholen. Die ungefähr 37 Millionen. Spiele, die es gibt. Ron Horwitz. Nee, okay. Nee, der ist keine Berühmtheit wie die Game Credits. Nach Hause. Ach schön, ach schön, ach schön. Schönes Spiel. Toll, dass ich das mal nachgeholt habe. Ja. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe jetzt... Nee, ich habe die Sonnenbrille nicht auf. Es gibt, glaube ich, einen Cheat, womit man irgendwie diese Sonnenbrille tragen kann, die ich eben im Auto hatte. Dann speichern wir mal ab. An der ersten Speicherstation, die 120%. Ist auch schön. Ja, alles schön komplett. Hat Spaß gemacht. Ja, sonst bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer Spyro geht weiter. Ne? Als nächstes dann natürlich Spyro 2 und dann Spyro 3. Ja, wann genau sie kommen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal anfangen, die Spiele im Blick zu behalten und mir mal zu kaufen, so wenn ich mal was Günstiges, Gutes finde. Ja, ich denke mal, ich habe dieses Jahr tatsächlich noch echt viele Let's Plays versprochen, die ich eigentlich machen möchte. Und deswegen kann ich mir vorstellen, hoppala, dass es dieses Jahr nichts mehr wird, dass es frühestens nächstes Jahr anfängt, Spyro 2. Aber ist dann halt so, ne? Ist ja dann auch nicht so, weiß ich nicht, Kingdom Hearts mäßig, wo ich dann zu lange Pausen machen. Also wo ich keine zu langen Pausen machen darf, sodass ich dann nicht mehr näher komme, weil die Story von den Spielen ist, glaube ich, eh ein bisschen Banane, von daher.
Ist halt egal, darum geht's nicht. Da kann ich auch mal ruhig ein Jahr Pause machen und habe keinen Nachteil davon. Wenn ich bei Kingdom Hearts oder so ein Jahr Pause mache, dann weiß ich nicht mehr, was abgeht. Ja, dann auf jeden Fall Spyro 2 und 3. Dann möchte ich aber auch gerne weitermachen mit der Reihe, ne? Ich denke mal, sie wird mir gefallen bis dahin. Von daher sehe ich keinen Grund, nicht weiterzumachen. Mit Enter the Dragonfly und A Hero's Tale. Die beiden PS2-Spiele, die ja leider nicht besonders gute Kritiken bekommen haben. Aber, naja, ich bleibe gespannt, ne? Ich mag ja auch Crash 4 durchaus. Also, das echte Crash 4, nicht diese Scheiße, die letztes Jahr erschien. ja, dann gibt es natürlich noch die Legend of Spyro-Reihe, die drei. Deren Namen ich immer wieder vergesse. New Beginning ist der erste, der dritte ist Dawn of the Dragon und den zweiten weiß ich gerade nicht. Eternal Night, glaube ich, ne? The Eternal Night. Boah, ich habe es echt auf die Reihe gekriegt. Die gibt es dann auf jeden Fall noch, die ich auch gerne spielen würde. Der letzte Teil sogar auf der PS3, hoiuiui. Das hat Crash nie geschafft. Ja, und dann gibt es noch, zum Beispiel, habe ich jetzt erfahren, Shadow Legacy. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, war das eine Aufnahme als, ach ja, der Angriff. ich weiß gar nicht, ob das dabei war, als Tumblr dabei war, aber da gibt es ja noch Shadow Legacy für den DS, der wohl direkt, A Hero's Tale fortsetzt. Von daher bin ich durchaus auch interessiert daran, den auch zu spielen. Genauso wie die Game Boy Advance Teile, Spyro Adventure oder so, hatte ich jetzt gesehen. Dann gibt es natürlich noch hier Fusion, also Crash Fusion und Spyro Fusion, die ich da auch natürlich gerne machen will. Allerdings dann erst, wenn ich auch mit Crash komplett durch bin. Und dann mit Spyro wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es dann so wirklich zum Schluss kommen, so diese Spin-Offs, die ja nicht so richtig echt sind. Die kommen einfach am Ende. Und irgendein GBA-Teil gibt es, glaube ich, noch. Achso, natürlich Seasons of Ice und Season of Flame. Genau, muss ich mal schauen. Ob ich die mache, weiß ich noch nicht. Das wären dann Sachen, die ich wahrscheinlich dann am Ende mache, wenn ich dann halt mit der Hauptreihe durch bin. Dass ich dann noch Bock auf Spyro habe, dass ich das dann mache. Genau wie bei Crash. Da will ich jetzt auch erstmal die Titans-Spiele machen. Dass ich dann quasi mit der Reihe durch bin. Tag Team Racing und dann die Titans-Teile. Und dann sowas wie die GBA-Teile von Crash. So, dass ich dann nochmal so Aufräumarbeiten mache. Genau. So wird es wahrscheinlich ablaufen. Und dann natürlich auch noch irgendwann die Reignited Trilogy, die dann wahrscheinlich so zwischendurch mal kommen wird. Wenn ich nochmal Bock habe auf die Trilogie. Keine Ahnung. Habe ich ja bei Crash auch so gemacht. Gut. Dann geht die Folge jetzt aber auch schon fast 40 Minuten. Von daher würde ich jetzt sagen, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Ich muss auch mal auf die Toilette. Von daher lohnt es sich jetzt mal aufzuhören. Ja, mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, man riecht und sieht sich dann später wieder bei weiteren Aufnahmen. Jetzt beim Folgeprojekt, was ja dann Donkey Kong Country 3 sein wird. Höchstwahrscheinlich. Es ist da das Problem. Ich bin tatsächlich nachher für eine weitere Aufnahme verabredet. Wir haben noch nicht so viel aufgenommen. Von daher hoffe ich, dass das alles gut klappt und ich jetzt nichts anderes zwischenschieben muss. Ja, aber dann sollte es jetzt mit Donkey Kong Country 3 weitergehen. Dann haben wir auch die Reihe fertig. Ach, schön. Freue ich mich auch nachher drauf. Ja. Gut. Dann war's das. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Euer Friesen verabschiedet sich. Wir sehen uns wieder bei weiteren Spielen, bei Spyro-Spielen, bei Livestreams oder auf Pornhub. Da bin ich nämlich auch. Bis dann. Tschüss.